Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil Mars-Jupiter-Quadrat. Mars-Jupiter steht grundsätzlich einmal für ja, heftige Aggressionen, für starke, starke Gewaltausbrüche. Warum? Weil Jupiter ist ja sozusagen der Multiplikator. Der Jupiter vervielfältigt. Und im Quadrat vervielfältigt er auf unberechenbare, unkontrollierbare, auf rasante Weise. Warum rasant? Naja, weil dieser Aspekt findet auf Wassermanngraden statt. 26, 24. Wir wissen, Wassermanngrade sind von 25 bis 27,5 Grad. Also das heißt, hier kommt eine große Dynamik hinzu und natürlich eine starke Verspannung mit dem Skorpion, dem der Mars steckt. Der Mars im Skorpion steht natürlich für ein großes Ausmaß an Ausdauer, an Wut, an Tiefe, ja, an Regenerationsfähigkeit. Also das heißt, wenn die Bevölkerung Herrscher von 4, Spitze 4 im Widder, für den Mars steht, dann steht das für eine sehr, sehr hartnäckige, ausdauernde Bevölkerung, die sehr wütend ist und die auch sehr aggressiv werden dürfte in den nächsten 6 Monaten. Und wir wissen ja, die Aktionen, die in den letzten Tagen gesetzt wurden, ich glaube in Deutschland ist ein wie heißt der? Flautenschwach oder Klabauter, irgendwas. Großartige Besetzungen, ja. Also das sind Besetzungen, wo man sagt, das sind keine deeskalierenden Maßnahmen oder das sind keine Signale, keine dem Volk entgegengestreckte Hand, sondern das ist die Faust, ja. Haben wir in Österreich auch gerade. Also sehr spannende Botschaften, die hier abgesetzt werden. Natürlich, sie können ja nicht zurück. Würden sie jetzt auf schwach setzen, dann würden die Gerichtsverfahren gegen sie beginnen. Naja, okay, die Wahrscheinlichkeit ist gering, weil ja doch alles im Sinne der Gewaltenteilung in einer Hand liegt. Eigentlich. Ja. Naja, wurscht, es ist egal. Sie halten auf jeden Fall wie Pech und Schwefel zusammen. Und hier ist eben eine Bevölkerung einmal sehr, sehr vorgespannt. Und im 12. Haus, weiß nicht, habe ich davon schon gesprochen, weil den Teil habe ich jetzt gerade noch einmal gemacht, im 12. Haus sind die Leute eher verletzt, empfindsam, gekränkt, zurückgezogen, vereinsamt. Aber das 12. Haus steht auch für heimliche Gewalt. Kombination mit dem Mars. Also das heißt, hier kann es anschlagsweise immer zu interessanten Begebenheiten kommen. Und das sollte man da nicht unterschätzen. Und der Jupiter steht für Deutschland, Österreich, Schweiz, Mitteleuropa. Ja? Weil Spitze, erstes Haus ist im Schützen und das steht an der Grenze, zweites, drittes Haus. Es geht sich mit den 3 Grad aus. Wenn man das angesehen, Jupiter, wie gesagt, 26 Grad, Spitze, drittes Haus, 29 Grad. Also sollte, ja, geht sich eindeutig aus. Und also 29 Minuten haben wir hier Toleranz. Und das bedeutet, hier hat der Jupiter eine Hybridstellung. Er steht sowohl für das Finanzsystem als auch für die Wirtschaft, Industrie, Handel. Also das heißt, die Wut des Volkes wird sich finanziell, aber auch wirtschaftlich stark auswirken. Na logisch, werden sie es den kleinen Leuten dann in die Schuhe schieben wollen, gar keine Frage. Darin sind sie ja Weltmeister. Aber der Mars ist nicht nur der Herrscher des 4. Hauses, sondern er ist auch Herrscher des 11. und des 12. Hauses. Das würde bedeuten, weil das 11. Haus auch von Pluto regiert wird. Aber das heißt, wir haben hier eine Zwiespaltung innerhalb der Behörden. Ein Teil ist auf Seiten der Bevölkerung, ja, 4. Haus, 11. Haus Mars, und der andere Teil ist auf Seiten der Stadtsipaten, Venus, Herrscherin des 10. Hauses, in Konjunktion mit Pluto, Herrscher 11. Haus. Dann ist aber Mars und Pluto auch noch die Herrscher des 12. Hauses. Das heißt, wir haben hier auf beiden Seiten Unklarheiten, Unsicherheiten und, wie wir es hier beim Mars im 12. Haus ohnehin schon dabei haben, Heimlichkeiten. Ich hatte bis jetzt nichts zu verbergen. Ja, das wissen wir. Du warst immer ehrlich und anständig zu uns und hast in 16 Jahren sozusagen alles vervielfacht. Ich meine, ja, weil ja auch
weil ja auch ein Absturz eine Art Wachstum ist. Das nennt man dann Negativwachstum. Also hier haben wir eine Weltmeisterschaft im Negativwachstum auf allen Ebenen und Linien gewonnen. Wir haben unglaublich stark den Schützen besetzt. Aszendentschütze, Sonne im Schützen, Merkur im Schützen und das im ersten Haus. Das spricht für großen Freiheitswillen, für große Begeisterung, für große, ja, wie gesagt, Freiheitsdrang. Schütze, man will auch die Wahrheit wissen. Schütze ist auch sehr offen, ist sehr direkt. Ja? Das kommt hier dazu, große Ungeduld, große Nervosität. Und diese Nervosität bezieht sich, jetzt abgesehen von dem Quadrat zum Mars, auf das Finanz- und auf das Wirtschaftssystem. Also hier haben wir große Spannungen, große Verspannungen. Hier tut sich sehr, sehr viel. Naja, und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Planeten im zweiten Haus. Und ich würde sagen, das ist heftig. Ja? Obwohl, wie gesagt, der Jupiter schon zum dritten Haus gerechnet werden sollte, steht er aber hier leicht erkennbar eindeutig im zweiten Haus. Jupiter, wie gesagt, mit Hybridstellung gilt für das zweite und für das dritte Haus. Und hier sehen wir, welch unvorstellbare Bedeutung einmal mehr. Ja, es tut mir leid, es ist langweilig. Ja, ich weiß, es tut mir total... Was soll ich machen? Ja, aber es geht halt hier, es dreht sich halt wieder in den nächsten Monaten ums Geld. Und wir schauen uns dann im dritten Teil genauer an, was hier es mit dem Geld auf sich hat, weil Saturn in Konjunktion zum Mond steht, auch wenn der Mond schon fast 2 Grad vom Saturn entfernt ist, wirkt er ja trotzdem. Weiter zum dritten Teil. Ende.